Hey und willkommen zum neuen Orakel hier bei mir, Herz- und Seelentarot. Schön, dass du dabei bist beim neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte heute ein kleines Special kurz vor Nikolaus machen und euch natürlich darauf hinweisen, dass jetzt zur Zeit vom 5.12. bis zum 7.12. ein Angebot von mir da ist. Ich blende euch mal hier die ganzen Infos ein. Denn jetzt gibt es die Chance, eine Gegenüberstellung per E-Mail oder per WhatsApp für nur 28 Euro zu bekommen oder natürlich gerne auch als Videolegung für nur 61 Euro. Ich möchte heute in diesem kleinen Video aber mal im Allgemeinen schauen, was kommt heute auf uns zu, was zeigt sich in der Liebe. Und dazu möchte ich natürlich meine Lenormand-Karten nutzen. Die könnt ihr natürlich auch bei mir erwerben. Alle Infos dazu, zu meinem Kartenset und zu möglichen anderen Karten, die ich heute noch nutzen werde, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich beginne auch direkt schon mit einer kleinen Botschaft. Was möchte sich heute zeigen für meine lieben Zuschauer? Vielleicht habt ihr eine bestimmte Person im Kopf, dann denkt jetzt mal an euren Gegenüber. Sagt vielleicht seinen Namen. Was möchte sich hier zeigen? Was kommt in der Liebe auf uns zu? Das sind schon mal sehr vielversprechende Energien. Also, hier zeigt sich mit der Karte der Lilie, mit dem Kind, die Sonne und dem Reiter eine wirklich vielversprechende Energie. Das heißt, wenn es vorher Chaos gab, wenn es vorher Kontaktstillstand gab, dann sehe ich hier auf jeden Fall einen Neuanfang. Ich sehe hier eine versöhnliche Energie. Ich sehe natürlich auch Potenzial, hier mit der Familie etwas zu unternehmen, eine Familie zu gründen. Und allerdings sehe ich auch hier noch ein paar Schattenthemen. Der Mond ist hier an der Kartenunterseite und das bedeutet, es geht hier nochmal um ein paar Schattenthemen, ein paar Ängste, die angeschaut werden müssen. Ein paar Dinge, die aus der Vergangenheit kommen, ein paar Dinge, die vielleicht auch in der Kindheit entstanden sind. Das kann ein Eltern-Kind-Thema sein, weil hier ja auch Kind und mit der Lilie ja auch die Familie angesprochen ist. Hier geht es gegebenenfalls auch um Verluste, um Ängste, um Themen, wo man die Anerkennung nicht bekommen hat. Diese Themen gilt es jetzt nochmal zu bereinigen. Aber ich sehe von der Energie auf jeden Fall die Chance, dass hier ein kompletter Umbruch entstehen wird und dadurch natürlich ein Neuanfang eingeleitet wird. Mit der Sonne haben wir auf jeden Fall die Glückskarte. Die Glücksenergie ist mit dabei, das heißt, der Erfolg ist euch sicher. Ein Erfolg kommt hier herein und natürlich auch schöne Bewegung. Das heißt, wenn du wissen möchtest, kommt wieder Kontakt vom Wunschpartner, kommt Kontakt von einer bestimmten Person oder tut sich etwas im Allgemeinen, dann kann ich nur sagen, ja, definitiv. Das ist eine wunderschöne Kartenkombination und zeigt dir definitiv, es kommt etwas sehr, sehr Positives auf uns alle zu. Zur Erklärung möchte ich natürlich noch die Engel der Liebe befragen. Was möchten die Engel der Liebe Orakelkarten uns jetzt da noch mitteilen? Zu dieser wunderschönen Energie. Moment, das sind ein paar viele Karten. Die erste Karte, die gefallen ist, nehme ich trotzdem. Eine Karte bitte noch. Sehr schön. Das ist wunderbar. Diese Kartenkombination ist wunderschön, denn hier zeigt sich ein neues Kennenlernen. Das heißt, wenn du noch niemanden an deiner Seite hast, hast du die Chance, hier jemand Neues kennenzulernen. Indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Kind steht natürlich auch für den Neubeginn, für einen sehr erfolgreichen Neubeginn. Ein neues Kennenlernen, natürlich auch mit einer Person, die man schon länger kennt, kann hier ein Neuanfang, ein neues Kennenlernen entstehen. Dies könnte der Richtige sein oder die Richtige sein. Das bedeutet, du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Wer auch immer jetzt hier auf dich zukommt, das könnte der passende Partner für dich sein. Das ist der passende Mensch, der zu dir passt. Hier ist ein schönes Miteinander zu erkennen. Bitte hab Vertrauen. Die Engel möchten dir sagen, hab Vertrauen und Geduld in dieser Situation. Es kommt eine veränderte Energie. Du darfst hier Vertrauen haben. Es wird sich alles zum Positiven entwickeln. Und das haben ja auch bereits die Lenormand-Karten absolut gezeigt. Okay, die Kartenlegung heute will ich gar nicht so lange halten. Ich mache noch zum Abschluss eine kleine Botschaft mit den Herzkarten. Eine Art Auswahlorakel. Das heißt, ich werde jetzt hier zwei, drei Karten ziehen. Und du kannst dir eine Karte auswählen. Ich nehme Nummer
1, Karte Nummer 2 und die dritte Karte ist diese hier. Entscheide dich jetzt für eine Karte. Wenn du noch ein wenig Bedenkzeit benötigst, dann pausiere gerne kurz das Video. Ich lege jetzt los mit Karte Nummer 1. Hier zeigt sich das Wunder. Ja, ein Wunder möchte entstehen. Glaube an Wunder, an wundervolle, liebevolle und romantische Wunder. Hier kommt eine Veränderung in einer Beziehung. Eine Beziehung ist vielleicht auch ein Wunder für dich. Etwas Wunderschönes kommt auf dich zu. Karte Nummer 2, was zeigt sich hier? Auch eine sehr schöne Karte und rundet dieses Kartenbild absolut ab, denn du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich, ist hier die Botschaft deines Seelengefährten an dich. Und die dritte Karte zeigt hier, es ist noch etwas Geduld nötig, Zeit des Nachdenkens. Gestehe dir, aber gestehe auch deinem Gegenüber, einer möglichen Seelenpartner, Person, einem Wunschpartner, noch ein wenig Bedenkzeit zu. Das ist Karte Nummer 3. Und mit dieser Botschaft wünsche ich euch heute einen wunderschönen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch gerne mit einem Like und lass gerne auch einen Kommentar da, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du Interesse an einer persönlichen Kartenlegung hast, dann melde dich doch gerne bei mir persönlich per WhatsApp oder per E-Mail. Gerne auch über meine Webseite. Alle meine Infos findest du in der Videobeschreibung. Vom Herzen alles Liebe und noch einen wundervollen Tag.